Wir werden jetzt erstmal auf einen schönen, gedanklichen, ruhigen Spaziergang gehen, wie ich es immer mache, wie ich gesagt habe, dass ich durchziehe. Ja, ich bin aktuell an meinem Portfolio am Arbeiten, sodass ich das noch ein bisschen etablieren kann, sobald ich mich noch als Freelancer weiterhin mit der Agentur und so weiter auch weiter etablieren kann. Damit geht es dann auch weiter und wir nähern uns dem Ziel, wir nähern uns dem neuen Jahr. Und ich habe gesagt, ich nehme euch auf die Reise mit. Die Clips werden ein bisschen in größeren Abständen auch folgen, einfach um euch zu zeigen, was wirklich passiert. Und ja, wartet noch ein bisschen ab, es passiert noch einiges. Es kann der Punkt kommen, an dem werdet ihr, so wie ich zum Beispiel, innerlich so einen Stress, so einen Druck spüren, dass ihr zum Beispiel gar nicht mehr Lust auf irgendwas in dem Moment habt, dass ihr keine Lust mehr habt, irgendetwas auszuführen oder vielleicht eine unnötige Argumentation startet mit eurem Partner, mit einem Kollegen. Vielleicht habt ihr Lust auf gerade gar nichts. Es kann sein, weil ich zum Beispiel merke, dass mir die Vollzeit, in der ich mich befinde, viel zu viel Energie raubt. Und ich weiß, ich werde das Risiko eingehen, und das werdet ihr noch miterleben, wo ich sage, ich höre hier auf und wechsle hierhin und gehe das Risiko ein. Aber wiederum, macht euch bewusst, ihr habt mehr Zeit. Zeit ist das A und O. Und das habe ich zum Beispiel am Abend nicht. Also wenn sich die meisten damit identifizieren können, ja, damit, dass ihr nach Hause kommt und kaum noch Zeit habt, das zu machen, zum Beispiel ins Gym zu gehen, zu kochen, einzukaufen, was shoppen zu gehen, Zeit mit eurer Freundin zu verbringen, mit euren Freunden was zu machen, oder. Leute, ihr müsst ein Risiko eingehen, denn das Leben kann euch nichts geben. Ihr müsst es geben, ja, ihr müsst geben und dann könnt ihr auch ein bisschen was nehmen. Ja, aber nehmt nicht nur, Leute, erwartet nicht zu viel und macht. Wisst ihr, Leute, ich bin gerade aufgestanden. Ihr kennt ihr das, man hat irgendwie so ein bisschen Sorge, ja? Während man Sachen da reinpackt in den Schrank und so, dann das fühlte sich nicht gut an. Und Leute, der Kaffee, den ich trinken wollte. Aber Leute, vergesst niemals, das Leben will euch was sagen. Das Leben will mir was sagen. Ich könnte mich jetzt aufregen, ich könnte in Panik geraten, ich könnte weiß nicht was machen, aber es war noch Kaffee drin. Ich wollte eigentlich lesen. Wird jetzt gleich auch noch passieren. Stattdessen muss ich jetzt erstmal sauber machen und wollte euch nur einmal informieren, was wollt ihr tun? Es ist passiert, Laser sind kaputt, whatever, ich sehe es gleich noch, muss saugen. Aber Leute, das Leben geht weiter, alles gut. Jetzt bin ich gerade noch in Köln. Ja, Überraschung, ich bin auf einmal gerade nicht in Dortmund. Nur schon mal ein kleines Update. Ich werde mit einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, so sieht es genauso aus, ich werde jetzt innerhalb der nächsten 2 Monate, wahrscheinlich im 3. Monat, schon nicht mehr in der Handwerkersparte sein, sondern dann eben den Übergang finden zu, ich mache jetzt was mit einem anderen Unternehmen zusammen, helfe denen ihre Marke aufzubauen und dann findet sich der Rest auch quasi. Also ihr müsst wirklich versuchen, euch diesem ungewohnten Gefühl im Magen zu widmen. Ich weiß, wie schwer es ist zu sagen, ich bin mir unsicher in etwas und ich weiß es. Aber ihr müsst wirklich, wirklich, und deswegen sage ich müsst, es versuchen. Ihr sollt nicht euch einem negativen Gefühl widmen, wenn euch jemand was verkaufen will oder so, okay? Das meine ich nicht. Dieses oder irgendwie, ja, weiß nicht, man fühlt sich schon so ein bisschen psychologisch beeinflusst jetzt von der Person, die bietet mir Gutes an oder wie auch immer, oder ich bin ja was schuldig. Nein. Ihr müsst euch dem unwohlen Gefühl widmen, wenn ihr eine neue Entscheidung trefft, die euer Lebenslauf beeinflussen kann. Ja, so wie einen Berufswechsel, was Neues zu lernen, whatever. Ja, also bezieht es auf irgendwas, was euch vielleicht sogar schon betrifft. Auf den Rest der Reise werde ich euch auf jeden Fall updaten und werde jetzt auch demnächst, sobald ich dann quasi aus dem Handwerk auch raus bin, noch mehr machen. Also bleibt gespannt darauf. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen und heute Abend geht es erstmal auf den Geburtstag. Es ist eine längere Zeit her. Dennoch, ich fütter euch nicht mit Bullshit. Es geht einfach weiter. Und ganz ehrlich, es wird jetzt wirklich etwas so Krasses passieren für mich in meinem Leben, weswegen ich euch mit auf diese Reise nehmen will, um euch zu zeigen, wie es ist, aus dieser verdammten Komfortzone auszutreten. Wie es ist, zu sagen, ich scheiße auf das, wo ich mich befinde und mache das, wofür ich morgen, wenn ich sterben sollte, glücklich war. Ja, und das ist der Gedanke, der mich jetzt auch durch das Leben die ganze Zeit ein bisschen begleitet, intern mit mir selbst und was ich halt versuche, ein bisschen extern auszutragen. Ich bin fleißig, was das Lesen auch weiter angeht und versuche, die Dinge auch umzusetzen, was den Fokus angeht, was sich den Fokus auf finanzielle Dinge angeht, zu legen und so weiter. Ich habe jetzt eine neue Möglichkeit gefunden und ich freue mich extrem. Und ich sage euch, wie es ist. Ich nehme euch jetzt weiter mit auf die Reise.
folgt mir. Schaut zu. Schaut zu, wie es ist, wenn man sich diesem Gefühl widmet. Wie es ist, wenn man sich einfach da raus begibt. Da raus aus dem, wo man ist und unglücklich ist. Eben, wenn ihr unglücklich seid, tief im Inneren oder euer Umfeld, irgendwas, es wird schon euch gezeigt, dass es irgendwas Negatives gibt, irgendwas nicht stimmt oder sonstiges. Also glaubt mir, Leute, es geht vorwärts. Erfolg ist ein Prozess. Okay? Erfolg ist nicht das, was daraus resultiert. Erfolg ist das, währenddessen zu tun. Und da kann ich nur sagen, beste Grüße raus an Sia Droscha für das Klarstellen dieses Faktes. Es ist sehr, sehr gut, Dinge anzufangen, besser zu verstehen. Wenn ihr jeden Tag etwas macht, wenn ihr jeden Tag etwas für euch macht, wenn ihr jeden Tag an irgendetwas arbeitet, sei es egal, was ihr gerade macht, das ist der Erfolg, Leute. Das daraus resultierende Produkt wie gutes Auto und dass ich hier morgens immer wieder sitze und etwas mache, ist für mich eine große Veränderung, die den Butterfly-Effekt mit sich trägt. Aber Leute, es wird nur noch gut und das Leben wird euch das Schritt für Schritt zeigen. Ihr müsst euch dem Ganzen aber widmen. Ihr müsst euch diesem Unwohlgefühl widmen. Dem Gefühl, dem ich mich widme. Ich zeige euch, wo es hingeht, wenn man sich diesem Gefühl widmet. Wenn man sagt, es ist mir scheißegal, wenn ich morgen sterbe, will ich glücklich gestorben sein. Und nicht wie jemand, der versucht hat, irgendetwas zu schaffen. Oder. Lol. Okay. So, warte, Moment. Viel besser. Auf jeden Fall. Also. Ich sag mal, ich hab's euch die ganze Zeit schon gesagt, ich hab extra die ganze Zeit nicht gevloggt, weil wir heute nach Köln fahren. Ich schau, wie viel ich mitnehmen kann und Anfang Dezember geht's auch nach Luxemburg und jetzt kommen die ganzen Sachen. Ich freue mich wieder, eine schöne Fahrt hinter mir zu bringen und dabei ein bisschen Podcast zu hören. Ich werde wahrscheinlich den Podcast von Seat weiterhören. Schöne Grüße an ihn. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt erstmal los und mal schauen, wie viel ich mitnehmen kann. Also bis nachher. Wir sind jetzt gerade beim Escape Room gewesen. Das war mein allererster und direkt Stufe 4. What the fuck? Das Geile ist trotzdem, es war erstmal unnormal nice. Wir haben es fast geschafft, okay? Und naja, immerhin. Also was soll man sagen? Es war das letzte Rätsel. Wir haben die Nummer einfach verdreht gehabt. Aber naja, es war, sagen wir mal, 98% close. Okay? So, jetzt gehen wir noch was essen in Bonamé. Ich freue mich. Es wird einfach nur noch geil. Ich kann euch nur eins sagen, der Abend gestern war unnormal nice. Ich weiß, ich habe da kein Abschlussvideo gedreht, aber es ging jetzt für mich sofort auch ins Gym. Und die Reise wird unfassbar. Und das erreicht man eben nur, wie das Wort schon sagt, durch Tun. Also ist es eben immer wieder machen. Also macht es. Macht es, was auch immer ihr wollt, die ganze Zeit kontinuierlich und haltet euer Wort. Die nächste Reise geht nach Luxemburg. Auf den Weihnachtsmärkten, das wird unfassbar gut. Also, ich bleib fleißig, ihr auch und bis bald.